Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und hallo und Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Letzte Folge haben wir da drüben den Bogen angefangen, da machen wir jetzt auch weiter, aber ich zeige euch mal kurz vorher, was ich schon getan habe, nämlich den Gegenpart quasi hier fertig gemacht und dazu ordentlich gegraben und gebuddelt. Tada! Bisschen tiefer gemacht, ein bisschen weiter geguckt, wie ich das später mache, aber da sind ich noch lange nicht. Ihr seht, hier ist ordentlich Berg gewichen, das ist aber nicht eingefarmt, sondern gesprengt. Aber dennoch habe ich das schon mal gut hingemacht. War eine Menge Arbeit, ungelogen. So, damit wir da aber loslegen können. Ich würde sagen, wir machen Intro und dann starten wir mal da drüben. Ich gucke mal, ob ich alles im Täschchen habe. Ich habe ja hier den Torbogen schon mal so weitestgehend errichtet. Der ist aber natürlich noch lange nicht fertig. Das sind so, das werden wieder so zwei, drei Dinger nach hinten. Genauso hier unten will ich natürlich dementsprechend noch was ranzimmern. Ich habe das erstmal so weit weggemacht, war aber blöd, sind wir hier vorhin, muss ja auch noch mal so ein kleiner Wichen. Egal. So, ja, wie machen wir weiter mit dem Ding? Ich habe noch nicht viel entstanden, ne? Wie gesagt, das soll ja noch ein bisschen nach hinten gehen. Mit welchem Karosseriestein gehen wir denn hier? Warum hat er denn die jetzt alle wieder hier drin? Eigentlich waren die alle mal weg. Welch? Boah, was für eine Scheißarbeit. Keine Ahnung, wieso. Dich könnte ich sogar mal lassen. Wer weiß, wozu wir dich noch brauchen werden. LED weg. Die sind sowieso alle weg. 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 So. Dich brauche ich auch nicht. Genauso nicht dich. Und dich auch nicht. Der ist sowieso mal gut. Davon abgesehen. Ach ja, den habe ich mir auch schon hergestellt. Da fehlt mir nur noch ein bisschen Lumit und die ganzen Sachen. So. Und für das Eirenschwert. Hier brauchen wir auch alles Lumit für. Das ist die schwächere Stufe davon. Na, ich brauche die Sachen auf alle Fälle. Ja. Ich weiß gar nicht, wie schwer das eigentlich ist, weil das ist ja relativ easy, so ein Teer. Da steht nicht, wie viel die können. Egal. Genau, wir wollten jetzt mal gucken, was wir dahinter setzen. Wir haben das, wir haben das. Eigentlich wollen wir relativ simpel bleiben. Holz brauche ich auch nicht. Den auch nicht unbedingt. Kurz hier so mal ein bisschen abwägen. Nop, nop, nop. Also ein Special Move Stein. Wo der eigentlich nicht verkehrt ist, ne? Machen wir mal so einen Batzen. Ich glaube, das finde ich ganz cool. So als Hintergrund ähnliches Gebilde. Das ganze Ding natürlich ein bisschen schrumpfen lassen. Muss ja kleiner werden. Passen eigentlich recht gut zusammen. Da habe ich hier nämlich nur so einen kleinen Bogen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Ich ziehe das erstmal hier so weit hoch. Dass wir das hier so halbwegs passend haben. Thank you.
Die mit dem Boden muss ich auch noch gucken. Ich hoffe, wir machen den einfach wirklich mal so. Viel Stein halt. So. Ja, ich denke, das ist ein guter Schnitt. Ah ja, doch. Ich muss kurz überlegen hier, wie ich das am besten irgendwie umsetze. Hier können wir auf jeden Fall mehr von produzieren. Sopp. Sopp. Nur, was machen wir hier? So. Ja, ist okay. Bevor wir mit dem oberen Abschnitt anfangen, gucken wir erstmal, was wir hier noch gebacken kriegen. Erstmal hier so an. Kurz was gucken. Na, hier haben wir den so rübergehend. Dann müssen wir das natürlich an den anderen Stellen auch machen. Geht ja sonst gar nicht hier. So. Genau. Läuft. Jetzt immer so langsam schmaler werden. Müssen das jetzt hier mal kurz so irgendwie entwerfen. Der Rest kommt dann ja so via Blueprint immer mehr ran. Nein. Na, verdammt. Ich schaffen das noch. Da. Sagen echt kein teures Material, aber dafür ist das, glaube ich, mal ganz abwechslungsreich. Zop, zop, fertig. Und was machen wir hier? Meine Idee ist ja hier auch nochmal mit dem Weißen ranzugehen. Da nichts verschenken. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade gestanden haben. Ist euch das mal aufgefallen?
Wie sieht denn die Sache aus? Ach ja, hier, das habe ich auch schmaler gemacht übrigens. Das gefiel mir einfach nicht mehr. Hat schon was. Auf alle Fälle, gefällt mir gut. Ja, doch. Doch, doch, doch. So, die Frage aller Fragen. Wie kopiere ich mir das? Mache ich jetzt noch wirklich den Rest davon fertig? Quasi die Hälfte. Ich müsste nochmal da hoch. Denn hier soll ja auch noch was entstehen. Dazu nehmen wir uns jetzt nochmal den hier. Oder nochmal den. Jetzt nehmen wir mal den. So. Muss ja eine Ecke ergeben. Ganz fertig. Jetzt halt die Frage, ich glaube, ich nehme aber lieber nur das hier. Klatsch das nochmal hier so vor. Ich fülle das einfach mal auf. Scheiß drauf. Kostet ja nichts. Perfekte Höhe. So. Hier Kontrolle sei schon. Koordinierungs, wir müssen hier gucken, dass wir das vernünftig hinkriegen. So. Zack, zack. Wieso? Jetzt fehlt natürlich noch das obere. Warte mal, ich nehme das hier nochmal raus. Ich hier den Weg gerne so. Das wird wahrscheinlich sichtbar bleiben. So, zack, 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 zack. Und jetzt quasi eine Balustrade drüber. In Weiß, in Rot, oder an den hier. Zack. Da so ein Benöbel. So. Was sagen wir denn dazu? Wirkt schon irgendwie geil. Ich glaube, wie gesagt, das sind jetzt nur so einzelne Abschnitte, aber wenn das dann so mehrere sind, ich glaube, das kommt schon ziemlich gut rüber. Deswegen würde ich das jetzt glatt so stehen lassen.
Holen wir uns mal eine kleine Blueprint, müsste eigentlich reichen. So, das ganze Ding mal hier zu kopieren. Nein, verdammt. War ja klar. So. Unnötig. Fünf, fünf. Egal, der. Irgendwas fehlt da. Na klaro, der geht hier viel weiter raus, Scheinbleißer. Entschuldigung, müssen wir nochmal. Also 5, 5, 22, 10. So. Jetzt haben wir aber alles dran, wie wir es brauchen. Ja, der kann ja auch bleiben. Gibt da. Bogen. Ja, nicht mal nur eins. Bogen 01. Okay. Nope, aber nicht. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, warum ich mir das hier so geplant hatte, um ehrlich zu sein. Wir gucken mal rein. Keine Ahnung, ob das von der Höhe passt. Ja, das war der Nachteil natürlich, dass ich hier schon mal gegraben habe, wie ich es brauche. Ich mache mal Funzelanzer. Dass hier auch mit dem Weg vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen ist. So, aber das können wir ja später anpassen. Aber ja, so soll's wohl sein. Wo hängst? Ja, aber mir klar, dass das da nicht überall hundertprozentig passt. Egal. Ich mir das jetzt auch sparen können. Nein, der Baum ist auch noch im Weg. Ah, nicht so viel, glaube ich. Zack. Zack. So, gucken, dass wir so wenig wie möglich vergessen. Okidoki. Hoch hier. Das steht noch nicht mal ganze Gebäude und die heulen schon hier rum. Guck mal, wo alles dran ist, ne?
auch wichtig. Die stehen, dann das hier noch. Alles da, wo es hingehört. Jawohl, ja. Na, so habe ich es mir halt vorgestellt. Ich dachte, das hier ist noch gar nicht so ausschlaggebend. Ist natürlich schon easy jetzt zu bauen. Wo ist er dann? Weg, weg. Nein, rüber. So. Aber gut, machen wir nächste Folge weiter. Ich sag mal ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und nächste Folge wieder einschalten. Bis dahin und tschüss.